Ja, die Einsatzbesprechung, lalala, Stufe 9. Kriegen noch ohne Ende Kohle für. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, danke. Jetzt geht's wieder um Missionen. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen schneller machen. Feindliche Schiffe werden am nächsten Einsatzweg gut sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Ja, ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen schneller machen, damit, damit wir das schnell hinter uns bringen. Denn das kennen wir ja mittlerweile. Die ganzen Gegner halt ausschalten. Andocken. Hier, Bretonia Polizei, Sigma 17. Für Freelancer Alpha 1. Schicht 1. Ich habe Befehl, den Laderaum zu scannen. Ja, mach doch. Und? Ist wahrscheinlich schon zu weit weg. Naja. Ja, dann fliegen wir jetzt einfach hin und hoffen wir mal, dass wir die Kohle auch kriegen. Gibt es da irgendwelche Anzeichen vom Wegen? Ja, klar. Unterstützung. Okay. Gut. Ja, würde ich sagen, dann fliegen wir da jetzt einfach hin und dann werde ich die schnell wie möglich ausschalten und die Kohle so schnell wie möglich zusammenbringen, damit Juni sich wieder meldet und ja. Und ein bisschen an der Story ein bisschen, bei der Story ein bisschen vorankommen. Andocken. Zack, andocken. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? 16.000. Ungefähr. Gut, können wir hier nochmal eine Abkürzung nehmen? Ich habe eben schon auf die Karte geguckt. Ach komm, das lohnt sich nicht. Fliegen wir jetzt einfach die Handelsroute nach. Beziehungsweise mit der Handelsroute. 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was? Gegner in Sicht? Ich hoffe, er meint nicht mich. Oder die meinen nicht mich. Anscheinend nicht. Wer oder was ist denn hier? Ach, die Streitkräfte, lalala. Ja, die sind bei uns noch neutral, wie man vielleicht gesehen hat. Anfliegen. Gut. Da haben wir noch ganz normal die... Ja, sehr gut. Alles noch aktiviert, das wollte ich nochmal nachgucken. Und 16.000, das ist ein bisschen viel. Wir kriegen jetzt ungefähr, ja, sagen wir mal 5.000 dafür. Das heißt, ich muss locker noch, oder wir müssen locker noch 4 Missionen machen oder 3. Weil wir kriegen ja auch noch was für, wenn wir irgendwas aufs Dings beamen, da kriegen wir ja auch ein bisschen Kohle für. Feindliche Schiffe in Reichweite. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Hier werden sie sterben. Ach Quatsch. Ich glaub's doch selber nicht. Habe Sichtkontakt zum Feind. Ziel ist anvisiert. Bin bereit. Ich werde angegriffen. Hier möchte ich nicht unbedingt. Ja doch, die Atmosphäre ist eigentlich ganz nett hier in der Umgebung. Aber hier möchte ich nicht unbedingt sterben. Und besonders nicht gegen euch. Da gibt's definitiv stärkere Gegner. Nicht so ungut. Aber man sieht es ja vielleicht. Naja. So, dann kommt mal hier, ihr Schweine. Ihr Mollis, natürlich. So. Habe feindliches Ziel im Visier. Ich werde schwer getroffen. Ja, und zwar von mir. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was denn die Verstärkung bringt. Aber ich denke mal, naja, es ist eigentlich ganz gut, dass wir Verstärkung bekommen. Aber ich denke mal, dass wir keinen, sagen wir mal, Credits-Abzug bekommen. Dass die Unterstützung halt dementsprechend halt auch einen kleinen Teil von der Belohnung bekommt. Ja, irgendwie so. Ja, ich meine, wir kriegen genau die Credits, die uns auch versprochen werden. So. Da sind noch ein 3 Stück, 4 Kilometer entfernt. Da sind sie. Na, kommt mal her. Ich bin ganz scharf auf euch. So. Und wir können die natürlich erst angreifen, wenn das Kreuz zu sehen ist. Ja. Wissen wir ja höchstwahrscheinlich alle. Weil die Waffen eine bestimmte Reichweite besitzen. Und dann natürlich erst treffen können. Und da denkt auch natürlich das schöne Kreuz daran. Und zeigt uns natürlich erst sich, wenn wenn wir halt wirklich treffen können. Au. Und das tat weh. Feindliches Ziel im Visier.
Und tschüss. Ja, und das Schild ist schon ein bisschen angeschlagen. Aber es geht noch. Ist ja jetzt nur noch ein Gegner. Falls wir nicht gleich noch zum anderen Wegpunkt geschickt werden. Und tschüss. Und? Geschafft. Nö. Der Bereich ist sauber. Gut gemacht. Ja. Einsatzkommission Ende. Gut. Ja, dann fliegen wir mal hier zu dieser Station. Mal gucken, was der so für Aufträge für uns hat. Ja, 10 Kilometer, das geht schon. Boah, ich finde das eigentlich voll geil hier. Besonders das mit der Sonne, dass das so durchscheint und dass man trotzdem noch ja, so ein bisschen von dem Schuttfeld sieht. Ah, schon ganz geil. Da hinten dieser Planet. Ist schon eine geile Atmosphäre. Ja, da fliegen wir jetzt mal zu LD-14. Was ist denn diese LD-14? Oh, 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 hohe Sicherheitsstufe. Okay, leicht in Rot geschrieben. Einstellung neutral. Ja, okay, das sieht man vielleicht. Lalala. Bevölkerung 800. Ja, dann würde ich sagen, andocken. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Sehr gut. Warum nicht 2? Ach, 2 war noch eben belegt. Roger, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 2. Jut, habe ich das ein bisschen jetzt abgekürzt, weil sonst müsste er nämlich mich komplett nochmal da rumfliegen. Das, naja, das habe ich euch jetzt mal erspart. Und mir natürlich auch. So, dann gucken wir mal. Was war denn hier alles so? Ja, die Drill haben wir natürlich immer noch. So, die behalte ich auch erstmal. Weil so stark, also natürlich abgesehen von der und von der hier, sind die jetzt nicht großartig besser. Abgesehen von der hier. Oder warte mal, 29, 14. Ja doch, ist schon heftiger. Naja. So, Schilde. Haben die irgendwelche tollen Schilde? Ja, wieder die hier, aber das ist ja kein großartiger Unterschied. Ich meine 25 Punkte nur. 15, 15. Dann gucken wir doch mal in den Warenhändler natürlich. Da haben wir Sauerstoff und Wasser. Das braucht kein Mensch. Auf jeden Fall nicht in Freelancer. Und gucken mal in die Einsätze. Ja, Basen zerstören, festnehmen. Festnehmen hatten wir auch noch nicht. Festnehmen, da müssen wir halt zu irgendeinem Gebiet fliegen. In dem Fall steht es leider nicht da. In dem Fall müssen wir halt in irgendein Gebiet fliegen, irgendein Schiff abschießen. Steht das da? Ja, hier der John. Den müssen wir dann das Schiff zerstören. Den auf unseren, ja, in unser Laderaum beamen. Und dann, ja, wieder zu dieser Basis zurückfliegen. Und dann kriegen wir erst die Credits. Das heißt, es ist leicht anstrengend. Aber wir kriegen auch richtig Kohle dafür. Das Problem ist, wir müssen natürlich auch dann die anderen Schiffe zerstören. Sind das denn die Mollys? Stand das hier irgendwo? Müsste eigentlich da stehen. Mollys, 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 Mollys. Steht hier irgendwas von Mollys? Leider nicht. Oder ich übersehe es gerade. Aber eigentlich müsste es da stehen. Rettungskapsel. Ja, hier steht es nochmal. Sein Schiff zerstören und die Rettungskapsel zu bergen. Was ich ja eben schon gesagt habe. So, wenn Sie ihn haben, begeben Sie sich zu dem Bestimmungsort, ja, zu dieser Station LD-14. Dort übernehmen wir die Ware. In Anführungsstrichen natürlich, weil es ist ja immer noch ein Mensch. So, Basis zerstören muss nicht jetzt unbedingt sein. Ich kann das eigentlich mal zeigen, weil 7200 ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht übernommen. Was für ein Schwierigkeitsgrad? Ja, 13. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob ich vielleicht die Waffen nochmal überarbeiten kann. Weil 13 ist schon hart. Also das ist, weil eben hatten wir 9, das war jetzt nicht anspruchsvoll, aber 13 ist schon etwas höher als 9. Ja, da haben wir einen Torpedowerfer. Torpedowerfer konnten wir hier, glaube ich, gar nicht, ne? Nein. Ist auch deswegen auch grau unterlegt. Ja, dann würde ich sagen, dann versuchen wir das jetzt einfach mal. Ob wir das denn irgendwie hinkriegen. Ist auch hier relativ in der Nähe. Das heißt, John war das, ne? Herr John. Lalala, 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 Rettungskapsel. Wo stand's denn?
Verteidigung. Wir suchen ihn seit Ewigkeiten. Ziemlich sicher, dass er im Blablabla Asteroiden versteckt hält. Sollten wir ihn dort aufspüren, sein Schiff zerstören und Rettungskapsel. Ja, aber seinen Namen hätte ich gern, aber ich glaube irgendwas mit John. Und ja. 1-1, hier LD14. Alles klar für den Start. Viel Glück da draußen. Ja, kein Ding. So, dann fliegen wir da mal fix hin. Was sind denn hier für Schiffe? Ach, Streitkräfte. Das Übliche. Nee, wie gesagt, wir müssen jetzt halt diesen John da aufspüren, sein Schiff zerstören, ihn auf ja unser Schiff beamen, seine Rettungskapsel und ja dann halt wieder zu diesem Stützpunkt zurückfliegen. Das Problem ist halt, dass die Gegner höchstwahrscheinlich einen Reiseflugunterbrecher besitzen. Das heißt, wir können nicht einfach flüchten. Wir müssen dann halt wirklich seine Freunde, würde ich mal. Wie wir sehen, ist Ihr Primärziel nicht da. Kämpfen Sie weiter, bis wir es wiederfinden. Wenn Sie den Boss wollen, müssen Sie an mir vorbei. Ja, so, wir sehen auf jeden Fall, es sind Mollys. Es stand da ja leider nicht, was das denn für Gegner sind. Gut, dass es keine Korsaren sind, weil die sind ein bisschen stärker. Und da dauert es ein bisschen länger, dass wir die Schiffe da zerstören können. Aber Mollys ist ja ganz angenehm. Das ist ja ganz cool. Und er müsste eigentlich auch in der nächsten Zeit auftauchen. Unser Ziel hier. Herr John und so, ne? Ja, und dann halt sein Schiff zerstören. Er würde dann Rettungskapsel absetzen und dann würden wir ihn halt, ja, auf unser Schiff beamen. Und so weiter. So, jetzt machen wir hier erstmal seine zwei Leute kaputt. Ach, da ist er. Ja, für mich aber auch nicht. Du bist auch kein Gegner für mich. Ja, doch schon, aber... Ne? Du weißt schon, wie ich das meine. Können wir den eigentlich anfunken? Nö, er antwortet leider nicht. Na, was soll er auch großartig sagen, ne? Oh, gut, dass wir genug Schutzschildbatterien haben. So, ich schalte jetzt erstmal hier den Herr John aus. Und werde den schon mal auf unsere Rettung, auf unser Schiff beamen lassen. Dann wird wir den schon mal sicher in der Tasche haben. Aber wir können leider nicht flüchten. Aber man sieht vielleicht schon die Schiffe. Das ist der Bluthund, also der Vorgänger. Von dem, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Na, komm her. So. Da haben wir ihn. Denke ich. Ja, bringen Sie die Rettungskapsel, lalala. Das heißt, ich muss jetzt aber erstmal... Wow, ich muss jetzt erstmal die beiden Schiffe hier noch zerstören. Weil ich denke mal, die haben einen Reiseflugunterbrecher. Aber wie man sieht, es ist jetzt nichts Dolles. Und dafür kriegen wir 7200, also es ist nicht gerade wenig. Aber ich glaube, das hatte auch einen Nachteil, dass wir jetzt hier so eine Rettungskapsel haben. Ich glaube, der nimmt nämlich alles komplett ein. So, jetzt fliegen wir ganz schnell. Das ist hier auch die Basis, hat auch jetzt einen Wegpunkt. Da fliegen wir jetzt hin. Dann kann ich euch mal hier die Rettungskapsel zeigen. Und zwar hier im Handelswaren. Da ist er. Und ja, es ist halt eine Rettungskapsel. Als Beschreibung gibt es leider nur Rettungskapsel. Das ist halt Einsatzfracht. Den können wir auch nicht rausschmeißen, so wie hier die Ware. Ist halt eine Mission. Es ist halt ein Einsatzfrachtgut. Und deswegen können wir das halt nicht wegschmeißen. Wäre aber ganz cool, weil wir einen rausschmeißen, dann müssen wir halt wieder einsammeln. So, und wenn wir halt landen, jetzt haben wir halt noch kein Geld dafür gekriegt, aber wenn wir landen, dann bekommen wir Kohle dafür. Roger, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Sehr gut. Ja gut, dann sehen wir uns gleich auf der Station und dann werdet ihr sehen, dass wir Credits dafür kassieren. Und. Zack, da hat man es gehört. Wir haben Credits gekriegt, Einsatz erfolgreich. 49.000 haben wir mittlerweile. Aber ich denke, das reicht immer noch nicht, damit sich Juni meldet. So, Gegenmaßnahmen, da muss ich nicht reparieren, denn, benutze ich sowieso nicht. Deswegen können wir den gleich verkaufen. So, dann haben wir hier noch irgendwelche komischen Minen.
Ja, die hatten ja kein großartiges Schild. So, dann gehen wir nochmal zum Warenhändler. Da haben wir nämlich ein paar Sachen noch. So, zack, zack. Und hier den neuen Job besorgen. Ich will das ja jetzt schnell abwickeln, damit euch nicht langweilt. Typen abschießen, das ist genau das gleiche Problem. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Ist es rein theoretisch das gleiche Prinzip. Man muss den halt jetzt nicht auf unseren Frachtraum packen, sondern den halt töten und dann ist unser Einsatz sozusagen beendet. Das Problem ist nur, dass dann wirklich noch Schiffe irgendwo da rumfliegen und die müssen wir dann logischerweise auch noch zerstören. Und das ist mir eigentlich zu riskant, weil für die 300 Punkte, ich muss die rein 300 Punkte, genau, 300 Credits, 9 und 9, ach komm. Dann zeige ich euch das auch nochmal. Und dann fliegen wir gleich los. Ist ja rein theoretisch das gleiche. Ich muss die Leute sowieso zerstören. 1-1. Hier, ED14. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Ja, okay, ich hätte mal drauf achten können. Ob das jetzt Mollys sind. Ja, Mollys, sehr gut. Spezifische Anweisungen entnehmen Sie der NAV-Karte. Bin im Anflug. Ich muss mir das ja nicht unbedingt verkomplizieren. Nur weil, 300 Credits da mehr für kriege. Weil Korsaren muss nicht unbedingt sein, aber ich glaube, die sind da auch nicht wirklich drauf aus. Bis jetzt hatte ich auf jeden Fall noch keinen Auftrag, was die Korsaren angeht. Aber ich meine, die Korsaren waren auch nur auf New London. Wir sind ja hier zurzeit im System Leeds. Und ich meine, sie sind hier nicht vertreten. Ich kann mich natürlich auch irren. Ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt halt ein bestimmtes Ziel zerstören, nicht alle zerstören, sondern ja, nur halt eine bestimmte Person. Und ja, das hat eigentlich nur Nachteile, denke ich. Aber es heißt ja Nachteile, aber... Sie sind in Reichweite Ihres Ziels. Wir haben das Schiff zum besseren Aufspüren markiert. Das ist nicht Ihre Liga. Sie wollen sich nicht mit mir streiten, glauben Sie doch, mir. Doch. Ihr Ziel nicht entkommen. Mist. Nee, aber wie gesagt, das ist eigentlich gar kein Problem. Wir müssen halt den einen Typen da erledigen. Ich war jetzt ein bisschen zu langsam. Da ist er aber auch wieder. Ah, das ist hinter Waffenplattform. Wenn Sie den Boss wollen, müssen Sie an mir vorbei. Ziel vernichtet. Einsatzkommission Ende. Trent, ich habe Neuigkeiten. Dr. Sinclairs Analyse des Artefakts macht gute Fortschritte. Julie, wir haben, ohne die Hilfe von Quintain nicht mehr weiter. Unser bester Tipp ist ein Pilot, mit dem Quintain manchmal arbeitet. Er heißt Dexter Hovis. Er besitzt eine Spielhölle auf einem ausrangierten Schlachtschiff im Dublin-System. Sie sollten dort anfangen. Ja, Juni, das ist nur gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, denn ich habe hier gerade was zu tun. So, ich könnte natürlich jetzt flüchten, ich werde es mal lassen. Das hat man am Anfang schon gesehen, wo ich leider... Ganz am Anfang, da haben die halt Raketen auf mich geschossen. Das waren aber keine Raketen, sondern höchstwahrscheinlich der Reiseflugunterbrecher. Und ja, wenn ich jetzt flüchten würde, würden die das ja jedes Mal neu anwenden. Und ja, ich komme dann halt hier nicht weg. Das heißt, ich muss die so oder so jetzt zerstören. Außer die Waffenplattform, die hat, glaube ich, keinen Reiseflugunterbrecher. Könnte ich aber auch mal fix machen, ist ja nichts Tolles. Die eine Waffenplattform. Hauptsache, es kommt jetzt hier nicht mehr Gegner. Das wäre natürlich dann nicht so prickelnd. Oder wartet mal. Haben wir hier vielleicht eine Handelsroute in der Nähe? Greife Ziel jetzt an. Weil dann könnte ich das nämlich rein theoretisch machen. Mit dem Flüchten. Weil ich versuche es jetzt mal. Ja, sie versuchen halt meinen Reiseflug zu unterbrechen. Einsatzwegpunkt. Ich guck jetzt gerade mal. Ja, wir haben nicht wirklich hier eine Handelsroute in der Nähe. Ja, da ist eine. Hier vorne. Dann fliege ich aber mal hier hin. Ja. Ihr mich auch. Die fliegen mir natürlich jetzt hinterher. Ist ein bisschen feige von mir. Ja, es ist natürlich meine Schubdüse auch noch ausgegangen. Ach komm, die beiden mache ich jetzt noch fertig. Die Waffenplattform ist jetzt sowieso Ewigkeiten weg. Die trifft mich, denke ich, nicht mehr. Ja, komm.
Das ist nur der Bluthund. Wird doch nicht so schwer sein hier. Zack. Und komm her. Hallo? Zack. So. Ja, die Waffenplattform sieht man noch von Weitem. Aber die lassen wir jetzt einfach mal. Ich habe zwar gesagt, dass wir die schnell noch zerstören. Es ist eine Waffenplattform, aber wir lassen das jetzt mal. Wir fliegen jetzt, was weiß ich, ich habe da überhaupt nicht richtig zugehört, aber irgendwas mit Dexter Hovis. Ja, irgendwie sowas. So, dann würde ich mal sagen, andocken.